Die EU muss ihren Beitrag leisten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das heißt, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür möchte sie bis 2035 55% der CO2-Emissionen reduzieren und bis 2050 klimaneutral werden. Was sollte die EU tun, um diese Ziele möglichst schnell, effizient und nachhaltig zu erreichen? Was soll sie tun, um die biologische Artenvielfalt zu schützen, den Ressourcenverbrauch zu minimieren und die Klimakrise sozial gerecht zu bekämpfen?